Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Türchen des Adventskalenders. Heute zeige ich euch, wie ihr euch Farbspray ganz einfach selbst machen könnt. Dafür braucht ihr ein Glas mit Wasser, ein Umrührstäbchen, eine leere Pumpflasche. Die hier ist jetzt, glaube ich, aus dem Kick oder so. Ja, die kriegt man überall, fast überall, auch in Drogerien und so. Dann braucht ihr natürlich Acrylfarbe. Das ist jetzt Metallic Acrylfarbe. Die hat so einen leichten Metallic-Effekt. Und falls ihr mögt, könnt ihr da auch noch Pigment mit beimischen, damit es dann hinterher schimmert. So, entschuldigt mich, ich bin ein bisschen krank. Deswegen ist meine Stimme ein bisschen kratzig. Tut mir furchtbar leid, aber ja, es ist der Winter, ihr kennt's. So, jetzt nehmen wir uns einfach unser Glas mit Wasser. Das ist ein Schnapsgläschen. Tun da einfach in der Acrylfarbe rein und mixen es durch. Dadurch, dass es Metallicfarbe ist, seht ihr, es hat schon einen richtig schönen Schimmer von Natur jetzt aus. Das heißt, da müsste ich jetzt kein Pigment mehr beimischen. Seht ihr? Ein richtig, richtig cooler Effekt. Wem es jetzt noch nicht knallig genug ist, wie mir zum Beispiel, ich tue da jetzt mir noch eine Wurst rein. Die Acrylfarbe ist übrigens sehr zu empfehlen. Die ist von der Firma Parco. Nee, das ist vom Parco Discount. Ja, aber ich glaube, die heißt jetzt nicht speziell. Die habe ich auf jeden Fall von einer Freundin aus Österreich in eben diesem Parco gekauft und die ist super gut. Ich finde es total schade, dass es das nicht in Deutschland gibt, weil hier die Farbe, die ist mega bombe toll. Ich weiß auch leider gar nicht, wie teuer die ist. Wie gesagt, es war ein Geschenk. Aber die Farbe ist der Hammer. Also. Ja, leider gibt es das nicht bei uns in Deutschland, aber dafür gibt es in Österreich, hier in Deutschland ja auch Läden, die es in Österreich nicht gibt. Von daher hat sich das ja dann ausgeglichen. Ja, jetzt wäre natürlich auch ein Trichter toll. Ich habe aber leider keinen. Ich habe überhaupt keinen. Also jetzt nicht nur, dass ich jetzt keinen habe. Das ist schon mal so ein kleiner Voreffekt. Ja, das Papier ist leider von hinten bedruckt, aber man erkennt so trotzdem, dass es den Schimmer hat und man sieht schon mal die Farbe, wie sie dann später wird oder wie sie sein soll oder später dann, ja, eben wird. So, jetzt gibt es bei mir ein mächtiges Gepansche und ein Gesaue. Wie gesagt, ich habe keinen Trichter. Ja, ging aber. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. So, wir haben das jetzt umgefüllt. Tun es in der Flasche nochmal mixen. Ja, was ihr hättet tun können, wenn ihr, wie ich, keinen Mixer habt. Nicht Mixer, Trichter. Ihr hättet auch sofort das Wasser da rein tun können, reinfüllen können. Und hättet die Acrylfarbe auch einfach da rein tun können. Und hättet dann durch Schütteln auch mischen können. So, wir haben hier also unser selbstgemachtes Farbspray. Und das testen wir jetzt natürlich auch mal aus. Und zack, da haben wir es. Hat eine richtig schöne Farbe. Ich mache es mal an eine Stelle, wo
das nicht bedruckt ist. Und dadurch, dass es Metallic-Farbe ist, sieht es aus wie das Perfect Pearls Mist. Allerdings, dadurch, dass wir es ja selbst gemischt haben, was die Farbe betrifft, können wir es halt noch mit der Farbintensität so machen, wie wir wollen. Hier sieht man, dass es halt so schimmert. Da vor allen Dingen hier oben sieht man, dass überall diese Schimmerpigmente sind. Und ja, wie ich finde, ist das auf jeden Fall eine super gute Idee, sich auf die Schnelle einfach mal ein Farbspray zu mixen. Und hier die Pumpsprays, das hat jetzt 1 Euro gekostet. Da war aber auch noch irgendwas anderes dabei. Genau, hier so eine kleine, wie heißt es, Plastikdose war auch noch dabei. Und ja, jetzt haben wir unser eigenes Farbspray, was wir natürlich in der Farbe so variieren können, wie wir es möchten. Die Farbe benutzen können, die wir möchten, mit oder ohne Pigment, völlig egal. Jetzt können wir einfach drauf losmischen, solange wie wir lustig sind. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Trick gefallen. Dürfte den meisten auch schon bekannt sein, aber ich wollte trotzdem einfach nur mal zeigen, wie es dann aussieht, was es für einen Effekt hat. Und wie man es eben machen kann oder auch eben nicht machen kann. Und ja, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag, eine weiterhin schöne Vorweihnachtszeit und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!